Ich heiße Alexandra. Meine Pronomen sind Sie. Heute sehe ich mich ganz klar als nicht-binär. Wie hast du deine Schulzeit in Bezug auf deine Identität erlebt? Mein Outing hat leider erst deutlich nach meiner Schulzeit, also eben erst in meinen frühen 20ern, begonnen. Das heißt, während meiner Schulzeit habe ich noch komplett in einer männlichen Rolle gelebt, wobei ich das wirklich in Anführungszeichen setzen muss. Denn ich hatte bereits so, ich sag mal, 7., 8., vielleicht schon 6. Klasse zunehmend Probleme, mich in eine Rolle einzufinden. Ich habe das damals nicht in Worte fassen können. Ich wusste damals nicht, woher kommt das, aus welcher Ecke. Ich habe auch lange Zeit versucht, dagegen was zu machen, aber wenn man nicht weiß, woher das Problem kommt, kann man natürlich nichts tun. Das heißt, meine Schulzeit, vor allem die spätere nach der Grundschule, war eigentlich komplett von anderen Dingen gekennzeichnet als bei den meisten. Also ich habe mich komplett aus dem sozialen Leben so zurückgezogen eigentlich, weil ich gar nicht wirklich in eine Rolle gefunden habe, in die ich rein wollte. Diese von mir als typisch männlich wahrgenommene Rolle, die ich gefühlt habe, dass andere sie von mir erwarten. In diese habe ich mich nie wirklich hineingefunden, was dann auf andere Menschen wieder so gewirkt hat, als dass ich vielleicht komisch bin und ich habe nicht ihre Erwartungshaltung erfüllt. Und sozial war die Zeit eigentlich komplett, hat nicht stattgefunden. Ich habe mich dann komplett auf die Schule als Arbeit konzentriert und habe es dann einfach so hinter mich gebracht. Aber wenn ich an diese ganzen Jahre so 6. bis 13. Klasse denke, dann merke ich eigentlich wirklich, da hat nichts wirklich stattgefunden. Das waren so Jahre, die für mich einfach passiert sind, aber ohne wirklich gewesen zu sein.